einfachen Bausatz speziell für den Empfang von Radio DARC zum Kauf an. Dies ist ein einfach aufzubauender, aber sehr wirkungsvoller Kurzwellenempfänger auf Basis des integrierten Schaltkreises CCA440, der einen ca. 100 kHz breiten Empfangsbereich im 49 Meter Rundfunkband überstreicht. Als Antenne dient ein Ferritstab oder eine externe Drahtantenne. Interessenten seien auch auf die zweiseitige Baubeschreibung in der Mai-Ausgabe des Funkamateur ab Seite 500 verwiesen. Der Laserservice bietet in Kürze Bausätze zum Selbstbauen für den Preis von 19,90 Euro an. Bei Redaktionsschluss waren diese noch nicht lieferbar, sollten aber sehr bald verfügbar sein. Vorbestellungen werden aber schon angenommen. Weitere Infos im Internet unter www.funkamateur.de und dort auf Online-Shop gehen. Online-Umfrage zur Nutzung von Radio DARC. Ab sofort ist Ihre Meinung zum Medienangebot Radio DARC gefragt. Woher haben Sie von Radio DARC erfahren? Wie viele Sendungen haben Sie bisher gehört? Wie beurteilen Sie die Empfangsqualität? Soll das Projekt nach Auslaufen des Spendentopfes fortgeführt werden? Mit diesen Fragen ruft der DARC ab sofort zur Beteiligung an der aktuellen Online-Umfrage auf. Ziel soll sein, ein Meinungsbild über die bisherige Arbeit von Radio DARC zu erhalten, zu sehen, ob die bisherigen Sendezeiten optimal sind oder verbessert werden können und nicht zuletzt, ob unter den Mitgliedern Bereitschaft herrscht, nach Auslaufen des Spendenplanes Radio DARC eventuell auch aus Clubmitteln zu finanzieren. Auch Nichtmitglieder und Kurzwellenhörer können an der Umfrage teilnehmen. Sie zu finden im Internet unter www.darc.de und dort bitte auf Radio DARC Logo rechts oben klicken.